Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. In der letzten Folge haben wir hier unten unsere paar Dinos angesiedelt und hier fehlen die Ziegen. So, warte mal, bevor uns die jetzt hier austicken, tun wir die schnell versorgen. Wir haben in der letzten Folge hier unsere feinen kleinen, wo sind sie denn? Wo seid ihr? Da sind sie. Unsere Prokeratosaurus freigelassen, die jetzt hier drin sich befinden und rumlatschen. Und ich überlege die ganze Zeit, ob es nicht schlau wäre, wirklich das Gehege hier umsiedeln zu lassen. Wir haben neue Fossilien. Was denn diesmal? Kennen wir schon? Kennen wir schon? Verkaufen wir? Brauchen wir noch? Können wir auch noch brauchen? Verkaufen wir. So, dann schauen wir mal, was wir noch so alles ausgraben können. Weil zum Beispiel sowas wie einen Velociraptor haben wir noch nicht erforscht. Was haben wir denn hier dran? Ah, der Triceratops, den wir letztes Mal gezüchtet haben, mit einer Verteidigung von 33, Angriff von 52, der zum Verkauf da ist. Wie schaut denn der aus? Holla! Ich sehe Helikopter, verkauf den. Einverstanden. Sowas bringt natürlich schon coole. Man kann natürlich auch sagen, man tut die jetzt hier noch drin lassen. Ich glaube, das ist sehr gut. Und schickt an die in das neue Gehege. Trefft ihr oder ist das schon betäubt? Ah. Ja, für 200. Aber dann haben wir endlich die Aufgabe mal abgeschlossen. Jetzt kommt der Velociraptor. Der natürlich eher in so ein vorderes Gehege gehört, würde ich sagen. Aber natürlich auch große Herausforderungen wieder, sagen wir mal, mit sich bringt. Wir haben jetzt beide in der Stromfassung noch. Ich bin ja sehr gespannt, ich habe letztens, oder gestern erst das Video gesehen zu SeaWorld, dem neuen Spiel von den Entwicklern hier. Bin ich sehr drauf gespannt, weil es sehr ähnlich aufgebaut ist, bloß mit mehr Terrainangleichungen, Brücken über Wasser und alles, was bestimmt mega cool wird. Alter, ich habe meine Tino-Bewertung irgendwie geringe Vielfalt. Wo denn? Okay, gehen wir mal kurz in unsere Brutkasten rein. Dieser Auftrag fällt in die Kategorie abgeschlossen. Ja, ja, ja. Interessiert mich gerade weniger. Ich überlege gerade eher, ob wir neue Carnotaurus züchten. Genmodifizieren. Was hätten wir denn da? Oh, gar nichts. Also Aussehen kann man nicht verändern. Die Belastbarkeit. Lebenserwartung geht niedriger. Belastbarkeit geht höher und die Bewertungen gehen hoch. Höherer Angriff ist natürlich geil, ne? Lebenserwartung ist gut und Belastbarkeit auch. Geht aber natürlich noch unten. Okay. Nächster. Angriff geht nach oben, Bewertung geht nach oben. Nein, stopp, zurück, den wollte ich haben. Angriff und Verteidigung geht nach oben. Gehen anwenden. Ich glaube, das war's fürs Erste für die Tiere, genau. Genvollendung von 82%. Ah, da muss die Vollendung der Gene noch höher sein.
Dann schicken wir mal die Expeditionsteams zu den Kernot. Holen ein Baryonyx aus und lassen sie die Bewertung von mindestens 100. Lassen sie ihn mit einer Dinosaurierbewertung von mindestens 104 frei. Ach, ihr seid doch solche Arschlöcher. So, Keratosaurus. Weil dann machen wir einen flüssigen Übergang. Werden wir die dann verkaufen, schicken wir die neuen in das neue Gehege, was wir jetzt bauen. Ich bin jetzt dafür, dass wir auch unten draus... wo können wir nochmal gerade? Also schauen wir mal, wie der aktuelle Stand ausschaut. Die sind noch nicht angeschlossen an das System. Und die Eckteile fehlen noch. Okay. Nein, das war jetzt nicht das. Ich wollte eigentlich... Ah, die sind aktuell da vorne. Okay. Weil natürlich das für uns jetzt einen Vorteil ergibt, wenn wir hier... Das ist die Frage, wie baut man hier am besten, ne? Also nach da hinten bringt es natürlich vollen Ausblick. Dann machen wir das so. Und... Alter, die Musik macht mich ja wieder kirre gerade, ne? Die ist wieder so geil. Dann machen wir mal die Terrain-Gestaltung. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Wasser. Was ich hier so ein bisschen hinbekommen würde. Den Wald natürlich, wie im anderen Gehege, auch hier hinten so hin. Mit schönem Grasland vorgesetzt. Und einer relativ gut platzierten Fleischversorgung. Und zwar hier. Kannst du doch deaktiviert bleiben. So. Gewinnen, ja, okay. Stromverbrauch müsste jetzt riesig mittlerweile sein, wenn man sich das anschaut, was wir hier bauen. Also manchmal das von oben sind. Hier ist eine Zaun. Die ich nicht gerade gebaut. Okay. Ah, wir müssen die Straße weiter verlegen.
Okay. So. So, passt. Es schaut ja schon nach etwas aus, eigentlich. Ich hoffe, dass die Wassermenge halt den auch reicht. Ansonsten machen wir halt hier wirklich so eine Wasserlacke lang. Aber warte mal, wir können den Zaun erneuern. Zaun erneuern, Zaun erneuern. Perfekt, der müsste jetzt also komplett neu sein. Ja, geil. Irgendwie ein Wassertor, hier ein normales Tor. Und vielleicht machen wir halt hier zwischendurch auch Wege, wo wirklich das Auto... Wäre vielleicht nicht doof, hier immer wieder zwischendurch so Abteile zu machen, ne, wo das Auto durchrast. Wäre eine Überlegung wert. Wie schauen die Souvenirläden eigentlich mittlerweile aus? Mittelgut besucht, würde ich sagen, ne? Ach, da war ein Baryonyx drin. Der könnte natürlich auch ein kleiner Skege vertragen, ne? Also wirklich das hier für größere Gruppen mit anlegen und die dann nach unten versetzen. Futterstation muss ausgefüllt werden. Wo? Oha. Von den kleinen Drecksviechern. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Okay. Weil vor allem die paar tun hier ja auch niemanden anlocken, wirklich. Sind echt die Fossilien schon da? Oh ja. Das ist doch perfekt. So, dann schauen wir nochmal auf die Karte. Also wir haben unten noch für eine Reihe circa Platz. Warte mal, sagt man noch hier ein Gehege hin? Und noch die längliche Gehege, ne? Mit rein ausgucken ran. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe zu wenig Platz hier. Oder ich muss halt irgendwann wirklich immer alles umplanen, ne? Wenn ich dich hier ausbaue, hier, zack, zack. Würde sich ausgehen. Hier, zack, zack. Dann hier hinten noch ein größeres Gehege. Vielleicht kommt da der T-Rex hin, die größte Attraktion immerhin. Und hier drüben vielleicht Langhalsgehege oder nochmal Fleischfresser. Also die Iguanagons würden in größeren Gruppen gerne leben, ne? Vielleicht siedeln wir den dann hier in die Mitte. Oder da was anderes Großes rein. Ein paar Stegos. Hm. Pläne sind zu schmieden, um draus Neues zu machen, ne? Krankheit ausgebrochen? Wo? Kehrt zur Basis zurück, hat direkt den Auftrag. Aufgabe erhalten. Und da mir ein Ranger-Team da zu wenig ist, darf das andere sich auch direkt auf den Weg machen. Immerhin haben wir sehr engagierte Teams hier. 92%. Sicher ist sicher, ne? Die Autos werden jetzt doppelt abgeschossen. Fump. Fump. Es war ein Campilu. Oh, ach, was da. Geil, was dann. So, wann kriege ich eigentlich nochmal meine Mauern? Für T-Rex wäre das vielleicht schlau. Lass uns doch währenddessen mal die beiden Sachen. Dich kriege ich ab 3 Sternen. Genauso wie dich. Erweiterte Bodenfutterstation für Fleisch. Wäre auch nicht doof. Macht aber alles 4 Sterne. What? 2 Sterne, da kriege ich die Gyrosphären. Genetisch ist noch die... ein paar Sachen zu machen, okay.
Also auch nicht mehr wirklich viel. So. Wir haben hier noch 1, 2 Sachen. Das ist echt alles, was die jetzt noch bekommen haben? Ah ne, jetzt kommt wieder was rein. Wollte schon sagen, das wäre jetzt echt traurig gewesen von der Menge her. Aber wir schicken sie mal auf andere Expeditionen wieder. Wir tun sie jetzt nochmal. Einmal auf ihn schicken. Oh. Jetzt habe ich beide auf Sigwan und dann geschickt. Hupsala. Aber wir können jetzt unsere T-Rexe, Keratosauren nochmal ein bisschen punchen. Genmodifiziert. Ich verstehe noch nicht, warum ich hier nichts machen darf. Da, da, da. Also ich hätte gerne immer eine höhere Lebenserwartung, weil das für unseren Park natürlich, sagen wir mal, essentiell ist. Der Angriff, die Lebenserwartung und den Angriff. Und vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwie hin. Wie viel kostet jetzt einer? Ups. Bisschen teuer geworden. Vielleicht kriegen wir auch noch hin, eine andere Farbe für den hier zu züchten. Ne? Also vielleicht so Alpin oder Steppe. Oder eine Savanne. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.